Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und ja, heute Nacht ist mein kleiner Dackel gestorben, der noch keine 2 Jahre alt war, mutmaßlich vergiftet, weil ich war jeden Tag mit ihm laufen. Und dann hieß es plötzlich, in der Region, wo wir laufen waren, wurden Giftköder ausgelegt, wurden Giftköder gefunden. Und seit 2, 3 Wochen hat er jeden Tag viel gespuckt. Und kein Tierarzt konnte ihm helfen. Die haben alles probiert. Gestern waren noch in der Klinik und heute Nacht bzw. heute Morgen ist er gestorben. Also man muss sich manchmal wirklich wundern, was es für Menschen gibt. Und also ich sage lieber nichts mehr. Guten Tag, Herr Kammerer. Mit Interesse habe ich alle Ihre Blogs verfolgt, aber entweder habe ich es verpasst oder nicht entdeckt. Ich möchte meinen Filter auf Bürstenfilter umstellen. Meine Frage hierzu: Wenn die Filterbürsten 15 cm im Durchmesser haben, hänge ich sie dann auch in einem Abstand von 15 cm oder kommen die ein Stück ineinander? Also hänge ich sie zum Beispiel auf 10 cm Abstand. Auch die Abstände der Reihen sind mir nicht ganz klar. Hänge ich die Bürstenreihe in einem Abstand von 30 cm, also zwischen den Bürsten, wäre dann ein Freiraum von einer weiteren Bürste oder kommen die eng aneinander? Über eine Beantwortung in einem Blog wäre ich und die anderen Koianer Ihnen sicher dankbar. Viele Grüße und bleiben Sie gesund, Diane. Ja, ganz einfach der Aufbau von einem Bürstenfilter. Wir haben hier die Filterbreite, das ist die Tiefe, das ist die Höhe. Wir lassen unten ein Stück frei, oben ein Stück frei, wo das Wasser frei fließen kann. Zwischendrin machen wir entweder einen Shot oder hängen die Bürsten etwas unterschiedlich hoch. Haben wir ja schon in vielen Blogs gezeigt. Und dann hängen wir die Bürsten wirklich Bürstenreihe zu Bürstenreihe. Der Abstand würde ich so 15 cm wählen, dass wenn ich den Filter reinige zum einen, dass ich gut rankomme und zum anderen, dass da dazwischen der Schmutz immer wieder nach unten sinken kann und am Filterboden sedimentieren kann. Also das ist wichtig. Und jetzt geht es noch um den einzelnen Bürstenvorhang, wo ja die vielen Bürsten aneinander sind. Also ich mag es, wenn du jetzt sprichst, 15 cm, das sind jetzt 2 Bürsten, wenn ich die einfach ein bisschen, ein paar Zentimeter überlappen lasse, aber wirklich nur ein paar Zentimeter, wenn die ziemlich stark ineinander gedrückt werden, ja, wenn ich sie also richtig ineinander drücke, dann hätte das zur Folge, dass das dann so eng, so dicht wird, dass ich dann wieder dazu beitrage, dass das Wasser nicht leicht durch die Bürsten fließen kann, sondern überwiegend dann wahrscheinlich oberhalb und unterhalb der Filterbürsten fließt. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Berechne deine Fließgeschwindigkeit im Bürstenfilter, also so schnell wie das Wasser fließt. Die Formeln sind recht einfach. Die berechnest du auf 1 bis 1,5 cm pro Sekunde. Und so haben das die Japaner auch. Und bei der Fließgeschwindigkeit kann dann im Prinzip das Wasser, der Schmutz sehr gut sedimentieren. So, Diane, ich hoffe, dir damit weitergeholfen haben. Mein Kugelschreiber ist runtergefallen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Blog und tschüss.